Was ist los? Oh Gott. So viel Variablen. Geht nicht zu dem Clown. Oh, ich glaube, ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Ich hole eine Jacke für Jason, du hast Schuhe für Sean. Wir bleiben hier. Was, Jason? Jacke für Jason, Schuhe für Sean. Du bist scheiße, ich wurde geboren. Entschuldigung. Was geht jetzt ab? Erzählen die Battle Raps ab? Er hat sich nicht rasiert, weil ich nicht gespielt habe. Oh. Jason! Der geht da hinten lang, oder? Ich würde ihm mal hinterhängen. Jason! Oh nein. Jason! Entschuldigung, sind Sie verrückt? Jason! Sag doch mal gleich. Lass das mal lieber. Ich kann mir Sachen angucken, aber mein Gesicht ist weg. Jason! Oh, schönes Kleid. Jason. Ich will doch bestimmt zum Clown. Ja. Oder auch nicht? Nee, doch. Möchtest du einen Luftballon, Jason? Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Ein Clown bitte, oder ein Luftballon? Dad, komm! Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool! Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Der rote. Bitteschön. Das macht dann $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Es ist wirklich voll hier. Roter Ballon, merken. Ja, schnell. Achso, du musst natürlich Geld geben. Ja. Oh, ich hasse Jason, Alter. Das ist einfach fake. Roter Ballon. Hast du ihm das Geld gegeben? Ich hab in der Tasche kein Geld. Oh, Alter, das ist bestimmt hinten. Man hat doch Geld in der hinteren Tasche. Stimmt so. Bestimmt $5 oder so. Nein! Roter Ballon! Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Kann ich jetzt rennen? Danke. Jason! Nicht mehr so entspannt, wa? Nee. Jason! Wie immer so ein bisschen losrennt. Das war cool. Wieso sollte er in einem Modegeschäft sein? Stimmt, weil genauso würde man das auch machen. Naja. Jason! Jason! Was weiter, ey? Ich kann dabei schreien. Jason! Ich kann entscheiden, wann er schreit. Roter Ballon! Roter Ballon! Aus dem Weg! Oh, Alter, ich sehe nur Menschen! Das ist so mega aufregend. Jason! Scheiße, wo ist der rote Ballon hin? Jason! Ich bin hier. Nicht? Scheiße, aber da war der doch zuletzt. Ja, ist er. Da rechts ist er. Ja. Jason! Das ist bestimmt kein... Naja. Oh nein! Jason! Was ist das für ein Einkaufszentrum? Nein! Da war er. Jason! Ja, ich versuche die ganze Zeit einzukommen. Ja? Das heißt nicht auch. Jason! Jason! Da. Nee, das war gar keiner. Das war ein Zettel. Hier ist auch niemand. Aber Skateboard würde vielleicht passen, oder? Jason! Wo? Da! Da! Nee, das ist auch keiner. Da! Was ist hier? Okay, das ist doch jetzt. Nee. Ist er das? Jason! Ist er doch bestimmt noch. Jason! Was ist das? Warum kann ich denn da nicht hinlaufen? Oh mein Gott, hast du mich erschreckt? Hast dich verwandelt. Wieso hat ein Junge, der genauso aussieht, auch einen roten Ballon? Da ist noch einer. Hier ist bestimmt alles voll, weil jeder sich einen fucking roten Ballon kauft. Jason! Alter, wir sind mit Leute rein! Geh doch weg!
Gott, die Musik! Jason! Gehen Sie weg, Mann! Tipp dir nicht, dass ich meinen fucking Kind suche! Jason! Hä? Ich bin doch rausgegangen. Achso. Scheiße! Jason! Nicht über die Straße. Jason! Nein! Jason! Jason! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein, Jason! Oh mein Gott! Hast du den mal schneller gefunden? Nein, schneller. Ja, der Vogel war der Probebote, die Message, die man hätte kriegen müssen. Ach so, der Vogel gestorben. Natürlich. Hast du es ja noch nicht dir gedacht? Nee. Wollte ich schon fast sagen, Foreshadowing. Ja, jetzt geht's erst richtig los. Das war eigentlich nur die Vorgeschichte. Und das ist auch das Hauptziel. Ich höre das durch die Musik und so, ist das dann mega spannend, wenn man hier hinterherkommt. Ich glaube, das war aber gerade geschnitten. Weil ich habe gelesen, dass es irgendwie zwei Versionen gibt. Und einmal ist dieser Autounfall geschnitten und einmal nicht. Dann sieht man den Luftballon und man sieht mehr auf der linken Seite, oder? Ja, genau, stimmt, da war ja nichts. Ja. Schade. Naja, aber es ist nur die eine Sache, dann ist das auch nicht so schlimm. Muss man jetzt auch nicht unbedingt ein totes Kind sehen. Nee, auf keinen Fall. Hilfe. Das ist übrigens, wurden ja die Filmrechte davon auch schon erworben, aber das ist schon lange her. Also ich hab da jemals noch was draus gehört. Obwohl es eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil es ist ja eigentlich schon ein Film. Ja. Aber trotzdem, für die Leute, die es nicht kennen, weil es ein Spiel ist. Ja, und wenn es auch genauso ist. Mit der Musik. Und auch halt so. Und die Schauspieler gibt's ja schon, oder? Ja, stimmt. Darum. Bedrückte Stimmung. Nee, aber das ist ja nicht wie bei Beyond, dass die Schauspieler da eingescannt wurden. Das ist nicht stimmt. Falls jemand das Spiel nicht kennt, das Besondere ist, dass es gibt ganz viele verschiedene Enden und verschiedene Kombinationen. Wenn man jetzt irgendwas falsch macht und irgendein Charakter stirbt, dann stirbt er halt auch wirklich. Man kann es dann nicht nochmal machen und dann gehört das so zu der Story. Also hoffen wir mal, dass wir eine gute Story hinkriegen und nicht eine irgendwie ganz schlechte. 2 Jahre später. Ja, jetzt hätte ich mich auch nicht mehr rasiert. Bestimmt macht sie ihm jetzt auch voll die Vorwürfe und so, dass er ihn verloren hat. Hey, Sean. Hey, Dad. Das sieht ein bisschen aus wie der neue James Bond. Ist das großer Steuer? Hä? Links, ne? Ja, wer weiß. Kommt nicht aus England. Ist die Playstation laut?
Ja, so, weil das auf dem Teil liegt, das mir nächstes Mal anders. So, wie fährt man Auto? Ja, erstmal die Scheibe runter machen. Das ist ja das Problem, Führerschein hat. So, anschnallen, Sean. Sean, bist du angeschnallt? Oh, das erinnert mich an Chris und Wolf. Ah, er ist angeschnallt. Chris hat auch keinen Führerschein. Man macht das immer davon abhängig. Ja. Mein Controller rasiert. Mein Controller fährt Auto. Ja, gut. Kein Unfall gebaut beim Start. Auto explodiert. Klingt ganz schön. Ja, David Cage. Manche hassen ihn, manche. Warum hassen sie ihn denn? Nee. Ja, der Bruder von Nicolas Cage. Nein, weil halt Fahrenheit und so, und manche finden auch Sachen an diesen Storys nicht so gut. Ja, mal gucken. Bis jetzt ist das gut. Ja, ich finde so. Das wird gut. Okay. Boot schon mal woanders. Nicht mehr in dieser Megabude. Die mich auch voll an Fahrenheit erinnert hat. Das ist echt nicht mehr so luxuriös. Aber mich erinnert das irgendwie alles an Sims. Das könnten alles so Sims-Einrichtungen sein. Oh, Stronghold, The Film. The Film? Ich weiß, ist ein Anime oder ein Zeichentrick. Schauen. Okay, das war ein subtiler Hinweis. Ja. Snack. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Mal gucken, was auf dieser Liste steht. 16.30 Uhr Snack, 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abendessen, 20 Uhr Schlafenszeit. Ist ja schon gut angefangen mit dem Snack. Ja, ich dachte nur so, er kommt von der Schule und das erste, was er sagt, Hausaufgaben machen, los. Einen leckeren, leckeren Snack. In Bier, hm? Ja, Bier ist gut. Das ist auch gar nichts zu essen. Das wird aber jetzt mein Running Gag, dass ich Orangensaft mit den esse. Papa, wolltest du mir nicht einen Snack machen? Wenn ich jetzt nach... Jetzt kannst du ihm keinen Snack mehr geben. Oh mein Gott! Gut gemacht, Jan. Gibt's vielleicht noch irgendwas anderes? Hier, was Frisches. Obst. Obst. Gischte! Nicht wieder Jungle. Ja, den gibst du. Der ist jetzt bestimmt beleidigt, weil er will eigentlich lieber was. Tiefgekühlt. Süßigkeit! Ja, ist sich auch nicht sicher, ob er Hunger hat. Hier ein Apfel. Hier schon mal einen Apfel. Was zu essen. Danke, Dad. Ja, oh, sehr gut. Das war gut so. Okay, Snack hatten wir abgearbeitet. Ist jetzt schon die nächste Uhr. Ach, da ist eine Uhr. Genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Und wie viel war das jetzt? Also jetzt ist 17, ne? Um 16.30 Uhr war der Snack. 18 Uhr, also noch eine Stunde Zeit. Ich kann Hausaufgaben machen. Was können wir denn lassen machen? Lassen wir ihn jetzt, jetzt labern ein bisschen mit ihm oder so. Ja, ich glaube, da kannst du mir nur anweisen. Oh, oder du kannst mitgucken. Ja, genau. Die Musik setzt wieder ein. Also die Bewegungen sind alle viel zu gut, oder? Ich würde nicht den Apfel da aufs Sofa legen. Was ist das? Ich kann nicht mit ihm interagieren und sagen, wann ist der Film scheiße. Was ist das für ein Film? Haben die extra dafür gemacht, oder? So, jetzt ist doch bestimmt 16 Uhr. Man hat sich nicht so ganz von dem Film lesen können. Hausaufgaben? Ich will gleich mal auf die Uhr gucken. Oder reden kannst du natürlich auch. Zu spät. Lass übrigens rechts noch eine Uhr liegen, wo man auch gucken kann, ohne darauf zu gucken. So, ist erst halb. Kind. Er guckt mir das an. Oder spielen, bis dahin. Was war denn noch auf dem Zettel? Nach Hausaufgaben? Ich hab's schon wieder vergessen. Wir sind richtig gut, ey. Besten Eltern der Welt. Aber Essen und, ja, dann kannst du spielen, natürlich. Wenn es jetzt nicht schon zu spät ist. Nee, ist eine halbe Stunde. Okay. Du
kannst auch in die anderen Räume gehen, Leute. Du kannst alles machen. Das ist geil. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Da sehe ich mich mal, Alter. Oh, mal gucken, was in der Welt los ist. Bestimmt sind irgendwelche Verbindungen so zu Fahrenheit, um es hier zu stehen. Weiß ich auch nicht. Typ tötet einen Mann im Klo. The Origami Killer strikes again. Oh. Mund zu. Origami Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei bestätigt, dass die Vorgehensweise auf dem Origami Killer schießen lässt. Pardon. Das findet er doof. Hm. Warum findet er das nur doof? Warum guckt er so die Jacke an? Will er die wegräumen? Ja. Ist einer ein Fremdkörper? Erstmal kacken. Gesundheit. Hat der Willen frei gerade? Ich hab den Willen schon genießt hier, alles gut. Ah, jedes Mal denke ich das. Kannst du bitte. Gut. Kannst du bitte spülen? Ich wollte das Licht an und ausmachen. Er hat halt so Ticks, ne? Ja. So, jetzt ist jetzt sind die Ticks aber auch erlaubt. Vor allem, dass er sich das auf eine Tafel schreiben muss, ne? Ja. Sagt er, ich will aber noch 2 Sekunden gucken. Mach deine fucking Hausaufgaben. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Nee. Wir machen sie später, okay? Hm. Die machst du jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Wir? Okay, ja, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helf dir. Er niest übrigens die ganze Zeit. Kann er nicht ausmachen? Ich kann aber mal so nebenbei hinkommen. Oh. Ah, sehr gut. Keine Ablenkung. Kennst du genau, ne? Sitzt du am Küchentisch, machst Hausaufgaben. Irgendwie links im Augenwinkel siehst du mal den Fernseher, wie immer so läuft. Ich hab den Zwang, diesen Apfel da wegzuräumen, oder? Guck mal, wie er das einfach macht und ich in der Zeit machen kann, was ich will. Kein Bock mehr. Digga, mit dir mach ich das nicht. Und er ignoriert das schon, das ist immer ganz normal. Sonst so? Wo sind meine Gedanken? Ich hab keine Gedanken mehr. Kopf ist leer. Wie viel sind 3 mal 6? 6? Sieht aber auch richtig fertig aus, ne? Mhm. Nicht nur mit dem Bart, sondern auch im Gesicht. Kann ich nichts mehr machen? Das ist komisch. Oder sitze ich falsch? Keine Ahnung. Es geht ja wirklich voran. Oder soll ich mich hinter ihn stellen? Wenn es geht. Immer lieber die Schulter gucken. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Sie haben sich wohl wirklich gedreht. Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt Fernsehen? Da muss ich erstmal auf die Uhr gucken. Fernsehen? Wer gerade guckt. Nee, wohl, eine halbe Stunde gibt's Essen. Wir müssen es erstmal kontrollieren vielleicht. Lass mal sehen. Ziemlich gut. Ah. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Ich mache in der Zeit Essen. Dafür war auch das Tiefkühlgericht. Ich schreibe auch immer so eine Tafel. Morgens aufstehen, auf Klo gehen. Ist hier? Ach, was egal. Guck mal, hier bin ich eine richtige Vorratskammer. Entschuldigung. Ah. Er war gerade ganz erstaunt, weil er die Antwort. Ja. Was gibt's denn zu essen heute? Ja, ich dachte, du hast da was im. Ja, aber ich komme nicht an den Kühlschrank. Achso, weil es noch nicht rechts die Zeit ist. Du kannst noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Es ging auch noch eine Treppe hoch, glaube ich, ne? Oh, oder so. Einfach den Heavy Rain wird gut essen. Ja. Ich werd nass. Scheiße. Bist du krank? Komm, ich bin wirklich nass. So, ab und zu.
Bin ich jetzt in eine fremde Wohnung reingegangen? Nein, nee, okay. Hier ist nur Putzzeug und so, ne? Oh. Guck mal. Bisschen Wäsche machen. Ja. Schön, besser als Fernsehen. Ne, nur gucken, ob sie funktioniert. So, jetzt gibt's aber Essen, oder? Ja. Oh, 5 Minuten nach. Hä? Vielleicht musst du ihm das sagen. Es gibt Essen. Oder ich mach jetzt Essen. Also. Lass mal zusammen Essen machen. Schlafreden krank. Aber erstmal Abendessen. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Ich will noch was sagen. Bitte, Dad. Du stehst vor dem Fernseher. Oh, sorry. Du kriegst bestimmt eine Erkältung. Ich schau mal, ob ich eine Medizin für dich finde. Ah, okay. Ja, aber du musst dich beeilen. Ich mache jetzt das Essen in den Backofen und ja. In der Zeit hole ich Medizin. Wird bestimmt so funktionieren, wie ich mir das denke. Okay, diesmal Pizza oder Potato Chicken? Was? Roasted Chicken. Ich hab Bock auf Hähnchen. Die Pizza wird schon wieder schlecht. Ja, egal. Wie ich das in der Hand habe. So. Ach, das ist Mikrowelle, okay. Ich hätte das jetzt im Backofen getan. So, wo könnte Medizin sein? Im Badezimmer, oder? Da oben. Ah, der ist die ganze Zeit rum, der braucht etwas. Ja. Dann halt nach dem Essen. Ich versuch's vorm Schlafen gehen. Er selbst isst nichts. Guck, das ist sogar mit Gemüse. Gar nicht so lecker. Und gar nicht so lecker. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Wo haben die ihren Medizinschrank, die scheiße Amis? Ja, also während er da ist, kannst du schnell die Medizin suchen. Hier? Oder oben? Ich geh jetzt nach oben, weil da war ich noch nie. Ja, also Badezimmer war nix. Wir müssen es da in dieser Vorratskammer haben. Was ist das? Hier ist auch noch eine Tür. Ne, das ist die Eingangstür. Oh Mann. Oh Mann. Papa, du hast schon wieder Störung. Nee, in dem Schrank ist nichts, ne? Ich glaube, im Badet. Hä, vielleicht gibt's noch eins. Weil das war doch nur so ein kleines Minibad, oder? Vielleicht ist hier oben noch eins. Warum hast du das eigentlich weggedrückt? Was für sehen. Hier, siehst du? Jetzt kommst du runter, Kind, weg. Ja, uns nochmal gesagt, dass es richtig ist. So, wieder zumachen. Du hättest das jetzt offen gelassen. Ich könnte mir jetzt noch die Hände waschen. Hätte ich vielleicht vorm Essen machen sollen. Erstmal das Licht anmachen und rausgehen. Okay. Du machst es immer falsch rum. Alter, ich habe aber auch Psychosen. Guck mal, genau so ein bisschen dahin gucken dabei. Der Nenner hat sich das zum Fernseher geholt. Ha! Nee, ist fertig. Also. Hier, Medicine for you. Hier, nimm das. Das wird dir helfen. Danke, Dad. Wie spät ist es? Es ist schon 8. Soll ich schlafen gehen? Ja, eigentlich schon. Du kannst ja noch ein bisschen über die Schule reden. Ja, was wurde denn das in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Das ist auch eine Frage. Sean, komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Nein, das ist nicht besonders vernünftig, Sean. Du hast Schule morgen. Du brauchst deinen Schlaf. Okay, ich gehe. Kommst du mit mir? Putz dir die Zähne und ab ins Bett. Ich komme hoch. Ich guck dafür noch ein bisschen Fernsehen. Ich erzähle, wie es weitergeht.
guck mal, das ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Ich glaube, das Display, wo ich das gesehen habe, ist ja irgendwie ausgerastet. Der Sohn? Ja, weil er halt noch Fernsehen weiter gucken wollte. Okay. Vom Licht anmachen haben die nächsten, wenn sie rausgehen. Ich hab das Licht hier schon mal angemacht. Ey. Ja, willst du nicht? Du kannst auch das mal in dem Zimmer irgendwie. Das Bett machen? Ja. Für sie dich. Hier, das kann ich machen. Warum wir das jetzt? Rausgucken. Oh, guck mal, der hat da irgendwas gemalt oder so. Wegen könntest du da was machen? Ja, lass mal gucken. Ich würde gerne sehen, was der da gemalt hat. Ist zu spät. Oh. Ah, schön. Gute Nacht, John. Mein Teddy! Dad, ich hab mein Teddy nicht. Du musst ihn irgendwo im Haus liegen gelassen haben. Hast du denn keine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, Dad. Bitte. Ich kann ohne ihn nicht schlafen. In Ordnung. Ich werde mal nachsehen, ob ich ihn finde. Ich bin der beste Vater auf der Welt. Ja, tut mir leid, ich hole den Schiffbier nicht, oder was? Ich weiß, wo der ist. Ich musste mich nicht fragen. Kannst du bitte lernen, wie man das Boot? Das ist bestimmt nicht wieder. Keine Ahnung, geht. Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie Amelie, ne? Ist ja auch so eins. Ja, wir reden hier dumme Scheiße. Der Teddybär ist übrigens sehr, sehr schön. Ich würde nicht damit schlafen können. Nee. Mir wäre das genau andersrum. Daddy, mein Teddybär ist hier. Kannst du ihn bitte wegbringen? Ich kann mit ihm nicht schlafen. Tut mir leid, du musst jetzt mit ihm schlafen. Ist er noch da? Mignon? Tada! Danke, Dad. So, jetzt noch zu denken und pennen. Gute Nacht, John. Nacht. Dad? Ja? Warum bist du so traurig? Ich glaube, ich brauche noch etwas Zeit. Bis alles wieder wie früher ist. Weißt du, Dad, was mit Jason passiert ist, war nicht deine Schuld. Gute Nacht, John. Das glaubt aber seine Mutter bestimmt. Guck mal, hier ist ein Star Wars Poster. Das wollte ich unbedingt noch machen. Mach auf! Ja. Ah, muss ich noch schnell die Tür zu machen? Licht? Ist doch gar nicht an, oder? Danke, ich bin gerade eingeschlafen! Scheiße! Ich hab zu laute Tür zu machen. What the fuck? Ich bin der Origami-Killer. Oh. Hä?